Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt hier in Marzahn am Unfallkrankenhaus Berlin. Übrigens das größte Unfallkrankenhaus Deutschlands. Und hier werden in der Silvesternacht sicher wieder viele Menschen eingeliefert werden, die schwere Handverletzungen haben. Denn an diesem Krankenhaus gibt es eine spezielle Abteilung für Handreplantations- und Mikrochirurgie. Wir sprechen jetzt mit dem Oberarzt Dr. Frank Eichenauer. Herr Dr. Eichenauer, mit was für Art von Handverletzungen haben Sie in der Silvesternacht vor allem zu tun? Mit jeglicher Art von Handverletzungen. Das fängt an beim kleinen Finger, oberflächliche Verletzung der Haut, und geht bis zur vollständigen Amputation der Hand. Und wie kann ich mir das vorstellen? Die Patienten kommen dann hier bei Ihnen an und wie wird dann mit Ihnen verfahren? Also in der Regel nehmen wir sie hier im Schockraum auf. Dort werden sie erst gesichtet. Die Vitalwerte werden stabilisiert. Das heißt, es wird sich darum gekümmert, dass der Patient vernünftig atmet, der Blutdruck in Ordnung ist. Und einer meiner Kollegen sichtet die Verletzungen. Und dann wird entschieden, welche Diagnostik durchgeführt werden muss. Also ob es ausreicht, eine Röntgenuntersuchung zu machen oder ob er zum Beispiel durch das CT muss, um das komplette Verletzungsmuster erkennen zu können. Und dann wird zum Beispiel eine OP vorbereitet, falls sie notwendig ist. Bei der Operation stellt sich dann für Sie die Frage, ob man den eventuell abgerissenen Daumen oder Finger wieder annähen kann oder ob das nicht möglich ist. Das ist in der Tat so, wenn wir abgetrennte Gliedmaßen haben, also sprich Finger oder Daumen, abgetrennt oder teilweise abgetrennt sind, stellt sich für uns im Operationssaal eben die Frage, kann man diesen Teil wieder annähen und mit einer Blutversorgung verbinden? Oder ist das nicht möglich oder nicht sinnvoll möglich und man muss diesen Teil abtrennen oder eben einfach nur stumpf versorgen? Sprechen wir erstmal die Möglichkeiten durch. Wenn Sie in der Lage sind, das wieder anzunähen, das Amputat, würde ich gerne wissen, was muss ich denn, wenn ich diesen Patienten begleite, wenn ich am Unfallort war, beachten bei der Mitnahme dieses Amputats? Bei der Sicherung des Amputats ist es wichtig, dass das Amputat gekühlt transportiert wird, aber niemals in direkten Kontakt mit Eis kommt. Die sinnvollste Maßnahme ist es hierzu, das amputierte Teil in ein trockenes, sauberes Tuch einzuwickeln, in einen Plastikbeutel zu legen, diesen Plastikbeutel in einen zweiten Plastikbeutel reinzuhängen. Diesen zweiten Plastikbeutel füllt man mit Wasser auf und gut ein paar Eiswürfel dabei, wenn man auf einer Party ist oder so, bietet sich das an. Aber wichtig ist, dass das amputierte Teil niemals direkt mit Eis in Kontakt kommt, weil dann entsteht dieser bekannte Gefrierbrand, das heißt die Haut und die Strukturen darunter werden durch das Eis zerstört. Wenn ich jetzt nicht diese Möglichkeiten habe, keine Beutel habe und die Aufregung kommt ja auch noch dazu und man das eben einfach so mitnimmt, ist es dann trotzdem noch möglich zu verwenden? Einfach ein Tuch einpacken und mitbringen. Möglichst schnell eine Klinik aufsuchen. Ob diese Klinik dann in der Lage ist, das direkt zu versorgen, so wie wir das tun, oder ob die Klinik dann weiter verlegt, zum Beispiel in unser Haus, ist letztlich egal. Hauptsache in der Klinik wird dann das Amputat entsprechend eingepackt und versorgt. Welche Rolle spielt da der Zeitfaktor? Also wenn das Amputat jetzt nicht gleich mitgenommen wird, sondern noch am Unfallort liegen bleibt und erst später nachgereicht wird? Prinzipiell ist das möglich. Also es gibt unterschiedliche Zeiträume, in denen man Finger- oder Extremitätenteile replantieren kann, also wieder annähen kann, mit der Blutversorgung verbinden kann. Sind das Anteile, die Muskulatur enthalten, wie es zum Beispiel in der Mittelhand der Fall ist, müssen die relativ schnell versorgt werden. Das heißt, man hat ein Zeitfenster von etwa 6 Stunden, bis die Replantation erfolgt sein sollte, beziehungsweise zumindest der Anschluss an die Blutgefäße erfolgt ist. Bei Strukturen, die keine Muskulatur beinhalten, wie es zum Beispiel bei einem einzelnen Finger der Fall ist, hat man etwas länger Zeit. Da gibt es unterschiedliche Zeitfenster. Wir wollen oder empfehlen die Versorgung möglichst innerhalb der ersten 12 Stunden nach Verletzung. Gut, Herr Dr. Eichenauer, nun haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass bei den verunfallten Silvester diese Möglichkeit selten besteht, weil besonders illegales Feuerwerk doch die Hand so sehr zerstört, dass ein Wiederannähen eines Amputats gar nicht möglich ist. Das ist richtig. Also durch die Sprengkraft der verwendeten Sprengkörper wird nicht nur das Körperteil abgetrennt, und das Problem ist die Verletzungsstelle, sondern auch die umgebenden Weichteile werden schwer geschädigt durch den Druck der Explosion, sodass eben in diesen Anteilen der abgetrennten Finger
zum Beispiel die Blutgefäße längerstreckig geschädigt sind, sodass selbst bei einer erfolgreichen Replantation innerhalb weniger Stunden oder Tage es zu einem späteren Absterben des Fingers kommt. Das heißt, Sie entscheiden dann eben als erstes, wie Sie auch schon gesagt haben, ob das eben möglich ist oder nicht. Und wenn Sie die Entscheidung treffen, dass es nicht möglich ist, was passiert dann mit der Hand des Patienten? Dann führen wir eine sogenannte Stumpfversorgung durch. Das heißt, die Weichteile werden bereinigt, gesäubert, die Knochenstümpfe, die bestehen, werden geglättet. Und die Hautweichteile oder auch vorhandene Muskulatur wird dann über den Knochen so vernäht, dass ein Stumpf entsteht. Das heißt, dann hat man keine Hand mehr? Zum Beispiel. Und wie geht es dann weiter? Dann kommt die Sekundärversorgung. Also welche Möglichkeiten dann bestehen, hängt vom Verletzungsmuster ab und von dem, was an der Hand noch übrig geblieben ist. Ob man zum Beispiel einen Fußzeh transplantiert, um einen Finger oder insbesondere Daumen zu ersetzen, funktionell, oder ob man epithetische Versorgung durchführt. Das heißt, dass man Kunststoffhände oder Finger anfertigt, die eine gewisse Haltefunktion wiedergeben, aber nicht vergleichbar mit dem Original sind. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also mit was für Beeinträchtigungen muss der Patient denn dann dauerhaft leben, wenn er so eine Prothese entweder aus seinem eigenen Material bekommt oder eben auch aus Kunstmaterial? Er ist eben nicht in der Lage, die diffizilen Handgriffe, die die Hand erlaubt zu tun, durchzuführen. Also der Griff zu einem Stift wird schon zur Herausforderung beispielsweise. Ist in der Regel möglich, wenn eine gute epithetische Versorgung durchgeführt wurde, aber ist nicht vergleichbar mit dem Original. Man hat in der Epithese kein Gefühl, man hat keine Bewegung darin. Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, auch wenn es mittlerweile medizinisch unheimlich viel zu tun gibt und sie auch leisten können, gerade hier am UKB, sollte man trotzdem vorsichtig umgehen mit Silvesterfeuerwerk, weil Beeinträchtigungen wird es auf alle Fälle geben. Ganz sicher ist das so. Wir sind in der Lage, viele Dinge zu reparieren, wiederherzustellen. Aber ob das Ergebnis den Patienten letztlich zufriedenstellt, ist immer fraglich. Und wir können nicht versprechen, eine 100-prozentige Funktion wiederherzustellen. Vielen Dank, Herr Dr. Eichenau. Silvester, liebe Zuschauer, besteht natürlich nicht nur aus Gefahren und Krankenhausaufenthalten, sondern aus einer ausgelassenen Feier. Und na klar, das darf bei unserem Silvester-Kiez konkret natürlich nicht fehlen. Deswegen sind wir hier am wohl berühmtesten Veranstaltungsort zum Jahreswechsel am Brandenburger Tor und fragen mal nach, was alles auf dem Programm steht. Frau Marx, der Countdown läuft. Wie ist denn der Stand der Aufbauarbeiten? Die Aufbauarbeiten sind jetzt so gut wie abgeschlossen. Wir haben noch so zwei, drei Kleinigkeiten, ein bisschen Feintuning. Durch den Schnee wurde so ein ganz bisschen verzögert, aber jetzt ist die Meile auf, alles läuft. Hinter den Kulissen nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Es ist ein ganz besonderes Silvester in Berlin. Sie feiern nämlich 20-jähriges Jubiläum. Was steht denn alles auf dem Programm? Es ist ein ganz fantastisches Programm. Dieses Jahr zu 20 Jahre Silvester in Berlin haben wir, glaube ich, ein wirklich gutes Line-up zusammenbekommen für alle was dabei. Für die ältere Generation in Roland Kaiser, Howard Carpendale. Dann haben wir für die Jüngeren Tokyo Hotel, wir haben Annette Louisander, dann haben wir um Mitternacht Catherine Jenkins und David Garrett auf seiner Geige und Balletttänzer. Also es ist für alle was dabei und dann natürlich der Klassiker am Tor, David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Wann geht's los und wie lange dauert die Veranstaltung? Also man kann ja schon den ganzen Tag kommen, hier sind ja auch Proben, dann ab 19 Uhr startet das Bühnenprogramm. Und dann die große Live-Sendung geht ja ab 21 Uhr los und davor ist auch schon jede Menge zu sehen. Mit wie vielen Gästen rechnen Sie? Wir denken, dass es wie in jedem Jahr sehr, sehr voll sein wird und mit heute und morgen wir ungefähr 1 Million Besucher hier haben werden. Kurz zum Schluss, weil das unser Hauptthema unserer Sendung ist, die Sicherheit auch rund um Silvester. Wie ist es da hier am Brandenburger Tor? Ich glaube, die Besucher selber dürfen gar keine Knallkörper mitbringen, oder? Nein, dürfen die nicht und wir haben auch Taschenkontrolle am Eingang. Es dürfen keine Knallkörper mitgebracht werden, keine Waffen, Spitzengegenstände, Glas oder sonstiges. Es gibt Abbrennplätze außerhalb der Veranstaltungsfläche, wo man dann einmal ballern kann, wenn man das möchte. Und ansonsten ist natürlich alles eingezäunt und wir haben sehr viele Ordnungskräfte unterwegs. Und man kann jederzeit spontan einfach auf die Feier treffen? Natürlich jederzeit, der Eintritt ist frei. Man sollte allerdings nicht so spät kommen, weil wenn es voll ist, müssen wir Eingänge schließen, klar. Das wird zuerst am Brandenburger Tor sein und erst später an der Siegessäule. Also da ist wahrscheinlich der bessere Weg rein.
Frau Marx, was glauben Sie denn, wann Sie Ihr erstes Gläschen Sekt trinken können? Erfahrungsgemäß so gegen 2 Uhr morgens. Mit Sicherheit können Sie hier am Brandenburger Tor also sicher feiern, liebe Zuschauer, denn hier sind natürlich nur Experten am Werk, wenn es um Feuerwerk geht. Aber selbstverständlich können Sie natürlich auch zu Hause oder auf einer Party feiern, wenn Sie eben bestimmte Regeln beachten, die von der Feuerwehr vermittelt wurden heute in dieser Sendung und auch von unserem Handchirurgen. Dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Er sagte uns auch, dass viele seiner Patienten deswegen bei ihm eingeliefert wurden, weil sie nicht auf das Haltbarkeitsdatum der Feuerwerkskörper geachtet haben. Also auch das sollten Sie auf alle Fälle im Auge haben und dann sicher ins neue Jahr rutschen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und bis dann, machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.